Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Famarama-Video. Ich habe mal wieder eine Neuigkeit für euch. Und zwar gibt es ja einen Elchstall. Diesen Elchstall, den habe ich nicht, aber den kann man zum Beispiel beim Event, das im Moment läuft, das Fußball-Event, kann man den bekommen. Und zwar 6. Vorrunde kann man den Elchgehege holen. Den konnte man auch am Farmville gewinnen. Viele haben den schon und bald gibt es auch eine Werkstube für den Elchgehege. Und zwar die Werkstube für den Elchgehege kann man nach dem WM-Event kaufen. Und zwar, ich habe schon eine kleine Grafik für euch. Und zwar, so sieht der Elchstall als Werkstube aus. Nach dem WM-Event kann man den hier auch kaufen. Ja, ich finde eine sehr schöne Grafik. Aber wenn man sich diese Grafik hier anschaut, fällt auf, zumindest mir, ich habe diese Grafik schon auf einigen Farmen gesehen, aber woher die haben, weiß ich jetzt nicht, weil das kann man ja nicht kaufen, diesen Stall, den gibt es ja noch nicht. Und am 6. Juni, das heißt in 4 Tagen, wird Bahamarama umgewandelt, also das heißt, auf Bahamarama kommt dann Unkraut erst nach 24 Stunden, wie auf der normalen Farm, weil jetzt kommt ja eigentlich Unkraut nach 9 Stunden plus die Anbauzeit. Und am 6. Juni wird es geändert, dass Unkraut erst nach 24 Stunden wiederkommt. Und hier die Leskin Palmpenny werden endlich abgeschafft, das heißt, hier gibt es auch nur noch die Währung Mouse Penny. Das hat zur Folge, dass man auf dem Markt nicht mehr umrechnen muss. Und mein Tipp ist, sammelt die Palmpenny noch bis zum 6. Juni, weil... Ach, Juli. Weil ein Palmpenny wird zu 5 Mauspenny. Also das ist nicht schlecht. Ja, und jetzt gucken wir nochmal kurz den Stand vom WM-Event. Ich habe 369 Bälle und ich brauche noch 22.000 Moss Penny. Also ich werde das so die nächsten Tage schaffen, so in 3-4 Tagen, also spätestens in 4 Tagen habe ich das voll und dann mache ich wieder ein offizielles Video dazu. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.